Ja, hallo. Heute haben wir ein neues Video für euch gedreht. Wir sind in Rastede bei der Firma Stöckemann, ein Stück weit von Oldenburg entfernt. Sehr schönes Städtchen hier und ich habe heute zwei Gesprächspartner dabei. Also ich hoffe, wir haben ein paar interessante Sachen euch zu erzählen. So, hier wartet der Lorenzo auf mich und Lorenzo, hi. Hi. Du hast hier ja, ein wirklich richtig schickes Rad rausgesucht, was ich glaube bei euch sehr gut verkauft wird und ja, mir auch schon auf Anhieb richtig gut gefällt. Magst du so ein paar Dinge zu dem Rad mal so erzählen, was so Fahreigenschaften und natürlich, ja, ich glaube, hier haben wir auch so eins rausgepickt, was schon richtig cool ist. Ne? Ja, genau. Also wir haben heute das KTM Machina Style 720 mitgebracht. Mit einer sehr schönen Ausstattung, sehr sportlich gehalten. Wir sind im Trekkingradbereich, also wirklich mit Fahreigenschaften perfekt für lange Strecken wie auch kurze Strecken. Macht super viel Spaß. Wir werden begleitet wirklich mit dem Kiox 300 Display. Das ist ein Smart Display, was ich koppeln kann per Bluetooth, wo ich wirklich mein Handy immer mitnehme, koppeln kann. Und dann habe ich alles wirklich übersichtlich auf meiner Bosch App. Also ich habe auf dem Smartphone habe ich eine Bosch-App drauf und kann von da aus Funktionen vom Fahrzeug ablesen. Genau, richtig. Also es funktioniert quasi wie ein ganz normaler Display, wie man ihn kennt. Nur, dass man noch ein eigenständiges Navi in dieser App drin hat. Das heißt, ich muss gar nicht zurückgreifen auf andere Navigations-Apps, sondern das bietet Bosch halt selber schon in diesem Display. Sehr cool. Mhm. Ja. Ja, und das Display ist ja auch sehr klein, ja, macht sich hier an dem Rad natürlich auch ganz fantastisch, ne? Auch hier über das Bedienpendel hier oben dran und so wie ich sehe, gibt es hier ja auch noch eine zweite Eigenschaft, was ich sehe, da ist so ein kleiner Lichttaster, was ist denn das? Genau, also wir haben die Busch und Müller, die IQ XS mit dabei bei dem Fahrrad. Ich habe eine Fernlichtfunktion, also wenn man einmal drauf drückt, man kennt es, wird das Lämpchen blau, dann verwandelt man die 100 Lux in 150 Lux. Also man ist jeder Dämmerung gewachsen. Das ist ja, ich sag mal, von der Optik her, so wie wir es eigentlich vom Auto her auch kennen. Ne? Dass wir also einmal das Fernlicht in blau haben und einmal das Abblendlicht wieder in grün. Genau, richtig. Und ja, dann ist hier natürlich das Fahren bei Dunkelheit also auch optimal, dass man das also richtig schön nutzen kann. Ich denke auch hier eine ganz geschmeidige Montage vorne, wenn ich das so gucke an der Gabel, das sieht ja, richtig, richtig schick aus. Ne? Genau. Ja, vom Einstieg her ist das hier eher so ein, ja, sagt man Trapez dazu? Richtig, also es ist so ein Trapezrahmen. Ich nenne es immer so ein bisschen den Unisex-Rahmen, weil es einfach für die Herren und für die Damen da ist. Es hält immer sich schön sportlich. KTM hat das sehr gut hingekriegt, meines Erachtens, durch diesen kleinen Schnitt in der Trapezstange. Ne? Das sieht nicht so quer nach unten, sondern wirklich eine sehr moderne Optik, das muss ich auch sagen, passt sehr gut. Ne? Ja. Genau, richtig. Ja, Sitzperformance sehe ich, habt ihr hier einen Sattel aus dem Hause P&P Pro Cycling montiert, der Pier 17, der sieht so aus, als müsste der hier drauf. Genau, also wir haben den Pier 17 vom P&P hier drauf, weil wir uns einfach gedacht haben, okay, sportliches Fahrrad, wir belassen es auch wirklich bei einem sportlichen, aber dennoch ein sehr bequemer Sattel, ist ein bequemer Sattel, der Pier 17. Ich habe durch diese weiche Schale, ich habe keine harte Schale, sondern der ist schön weich. Ne? Also wirklich auf langen Strecken habe ich dann wirklich ein bequemes Gefühl. Also ich kann wirklich meine Strecke zur Küste antreten, ohne Probleme zu bekommen. Ohne. Du sagst lange Strecke. Was ist denn so lange Strecke? Was fahren die Leute denn so mit so einem Rad? Und welche Erfahrung habt ihr so mit ja, einem Sattel aus unserem Hause, den Pier 17? Ja, also meine Erfahrung ist, dass die Leute sonntags gerne, vor allem wenn sie wirklich auf ein E-Bike umsteigen, dass sie wirklich gerne lange Strecken von hier, vielleicht auch von Oldenburg, dass man wirklich die 30, 40, 50 Kilometer hin, erstmal zur Küste, schön am Sommertag bietet sich das halt an. Oder man fährt halt wirklich nochmal eben die Hunte lang. Na, da kann man schon wirklich seine 30 Kilometer hin und 30 Kilometer zurücklegen. Ja. Na, und dann braucht man natürlich auch einen starken Sattel, der von P&P uns natürlich gebracht wurde. Und der Pier 17 ist natürlich perfekt für den Trekkingbereich. Ja, der hat, was wir empfehlen, er hat ja vorne eine ganz schlanke Nase, so dass man also auch gut pedalieren kann, ohne diese Scheuerstellen im Oberschenkel zu haben. Und ich glaube, auch hier bei dieser Position bin ich immer ein Fan davon, dass man die Druckerleichterung hier in der Mitte auch optimal hinkriegt. Bei dem Pier 17 haben wir ja die Druckerleichterung so gesetzt, dass man
auch sportlich fahren kann. Trotzdem hast du ja auch hier die Möglichkeit, doch relativ aufrecht zu sitzen. Mhm. Obwohl es ein sportliches Trekkingrad ist, habe ich also auch ein bisschen rückenschonend die Möglichkeit, hier zu fahren. Nutzen viele das in der Kombination, dass sie das Rad doch eher, ich sag mal in Anführungszeichen, als Touring nutzen, um lange Strecken zu fahren, oder wird das doch sehr sportlich eingestellt? Sowohl als auch. Also es liegt immer so ein bisschen am Fahrer, und das macht so ein Trekkingrad ja auch aus, ne, dass man ein bisschen Individualität reinbringen kann. Also ich kann hier am Vorbau natürlich ein bisschen arbeiten, also ich kann ihn sportlicher einstellen, ich kann ihn aber aufrecht einstellen. Das kann ich ein bisschen für mich entscheiden, auch wie ich gerade fahren möchte. Also ich kann bei der Hinfahrt sagen, ich sitze jetzt ein bisschen sportlicher, wenn ich sage, aber ich habe die 60 Kilometer zurückgelegt, dass ich dann wirklich sagen kann, ich packe meinen Imbus aus und dann stelle ich mir das eben einmal ein, dass ich ein bisschen aufrechter sitze. Okay, ja. Ja, du sagtest gerade, Akku ist ein großes drin. Ich glaube, viele Kunden wünschen sich viel Reichweite. Das signalisiert ja auch, dass sie gerne, ja, ich sag mal, gerne lange Strecken auffahren. Mhm. Was ist hier für ein Akku verbaut? Genau, also wir haben hier den 750er Akku von der Bosch integriert. Schön oben rausnehmbar, sehr leicht rausnehmbar. Also ich habe die Akkuklappe abgeschlossen. Das heißt, es verkalkt sich auch kein Dreck rein in den Schlüsselloch. Was immer schön ist mit dem 750er, es wird immer begleitet mit dem Kiox-System. Weil wir brauchen auch einfach die Kapazität. Wir haben auch wirklich dazu noch den großen Motor von der Bosch mit dem CX-Motor, der mit 85 Newtonmeter halt wirklich viel Power hat. Ne? Und dementsprechend 85 Newtonmeter, der geht aber schon ordentlich vorwärts. Hm? Total. Also wenn man einmal im Turbo stellt, dann kann man auf jeden Fall schon ein bisschen Strecke schon zurücklegen. Ne? Ja, das ist, ich höre immer, Leute fahren viel im Turbo. Braucht man dauerhaft Turbo bei so einem starken Motor? Oder ist, wenn man dahin pedaliert, gemütlich fährt, ist eine mittlere Stufe da empfehlenswert? Hat ja, glaube ich, auch ein bisschen was mit Reichweite zu tun. Hm? Ja, definitiv. Also ich meine, vor allem bei uns hier in unserem Gefälle, wir fahren ziemlich flach. Unser Element ist Wind und wir haben immer Gegenwind, immer. Und dann bin ich geneigt, mal wirklich in den Sport oder in den Turbo zu schalten. Ich denke mal, wenn man das Fahrrad natürlich jetzt auch frisch erstmal von der Übergabe, dass man dann sich denkt, okay, erstmal den Sport, den Turbo, ne, das muss man mal ein bisschen ausprobieren. Aber ich sag mal so, wenn man wirklich im Tour bleibt, dann komme ich schnell auf meine 25 und ab 25 wird sowieso nicht mehr unterstützt. Dann bin ich in meiner Reisegeschwindigkeit angekommen. Richtig, genau. Lorenzo, ich sehe, ihr habt hier noch eine Kombination. Also der Sattel ist schon mal bequem, das wissen wir, das haben wir jetzt gehört. Und jetzt sehe ich, da hast du noch eine Kombi eingebaut mit einer Parallelogramm-Sattelstütze. Braucht man diese Kombi? Was hat das deiner Meinung nach für Vorteile? Also ich finde schon, dass es, also man braucht es nicht unbedingt. Ich finde es aber schön, weil ich biete es einfach gerne an, weil man erstmal ein ungefederten Sattel hat. Also ich habe hier keine große Federung, weil er soll ja immer noch die Sportlichkeit behalten. Das macht ihn ja auch aus. Durch die Parallelogramm-Sattelstütze habe ich nochmal eine kleine Extra-Federung, der den Sattel natürlich so ein bisschen nach hinten federt und schön den Rückenbereich entlastet. Ja, auf längeren Strecken natürlich sehr komfortabel. Da ist es natürlich schon deutlich spürbar, wenn ich wirklich mal ein paar Kilometer zurücklege. Ja, wir haben in den letzten paar Videos immer festgestellt, in den Gegenden, wo wir sind, sind die Radwege und die Straßen nicht immer so ganz astrein. Also ist Komfort schon gefragt, und in dieser Kombi haben wir, glaube ich, hier eine sehr komfortable Sitzposition, dass man also sagen kann, Mensch, hier passt Fahrrad zur Position, passt auch der Sattel zur Bequemlichkeit. Da würde ich mal sagen, das ist eine ganz runde Geschichte, die wir hier erfahren haben. Mit einer Ausstattung, muss ich sagen, als leidenschaftlicher Radfahrer. Das ist ein richtig, richtig schickes Fahrrad. Verarbeitung ist man, glaube ich, im Hause KTM so oder so gewohnt, dass man einfach ein Premium-Produkt kauft. Ne? Definitiv. Lorenzo, ich sage ganz lieben Dank für die coole Art und Weise, wie du uns das erklärt hast. Ich kann mich auch nur bedanken, dass wir hier im Hause Stückemann die Zeit bekommen haben, um ein wenig zu zeigen, was ihr für tolle Fahrräder habt, was für schöne Produkte hier sind, und natürlich für uns auch eine gute Kombination in Sachen Fahrradsattel mit coolen Marken. Ja, immer wieder gerne. Ich sage vielen Dank, einen Gruß aus Rastede. Wenn euch der Kanal gefallen hat, würde ich mich über
ein Abo freuen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr unter den Text einfach eure Fragen schreiben und wir werden sie beantworten. Ihr habt auch die Möglichkeit über unsere E-Mail-Adresse. Da musst du mir in den Videos immer ein wenig helfen. Heute weiß ich sie, aber diesmal bist du dran, Schone. Okay, mal gucken, ob die Tonspur reicht. frage@bequemsattel.de frage@bequemsattel.de Ihr habt beim letzten Video, glaube ich, ein wenig geschmunzelt. Mir fiel die Adresse nicht ein. Wir haben viel geredet. Manchmal sind die Worte weg. Ich sage vielen lieben Dank, euch einen schönen Tag und bis bald. Der Herbert und Lorenzo. Ciao. Ciao.